Ich bin Carina und ich bin das zweite Mal schon auf dem Seminar hier. Und was mir nochmal ganz, ganz wichtig war zu sagen, ich persönlich habe auch, bevor ich das Seminar, das erste hier besucht habe, auch mir Videos von anderen Menschen angeguckt, die ihr Feedback gegeben haben und habe ganz oft das Wort sicherer Raum gehört und dachte mir, ja, sicherer Raum, irgendwie konnte ich da so überhaupt nichts mit anfangen mit dem Wort und man kann es auch einfach nicht erklären, das war mir irgendwie auch einmal wichtig, das mitzuteilen. Weil das ist halt etwas, was du halt wirklich erst wirklich spürst, richtig spürbar fühlst, wenn du hier bist. Dieser sichere Raum gibt dir einfach die Chance, tatsächlich komplett oder natürlich doch mit Angst, aber den Mut gibt es einem vor 30 oder beim letzten Seminar waren es über 50 wildfremden Menschen, sein Innerstes nach außen zu kehren und seine tiefsten Geheimnisse zu teilen. Und dann tut man das und schaut sich um und sieht nur mitfühlende und liebevolle Blicke und fühlt sich so getragen und aufgehoben von der Gruppe, von dieser Energie der Gruppe. Ja, und das ist unfassbar heilsam. Das durfte ich hier lernen. Und ja, das würde ich gerne der Außenwelt auch einmal sagen, dass es sich auf jeden Fall lohnt, hier gerne mal dran teilzunehmen und diese Erfahrung zu machen. Und dann kann man einfach gar nicht mehr damit aufhören. Das hört sich jetzt vielleicht für manche unnahbar an, aber einfach das Schicksal, Resonanz, Anziehung, wie auch immer man es nennen möchte, habe damals in Instagram ganz kurz bei einer Bloggerin, Fotografin, der ich folge, einfach gehört, dass sie hier bei einem Seminar war. Und ich meine, wir hören ja tausend Sachen an einem Tag. Und das hat mich irgendwie so berührt, dass ich auf die Webseite gegangen bin, habe es mir angeguckt und ohne dass ich wirklich wusste, was auf mich zukommt. Ich habe keinen Plan gehabt. Wenn mich die Leute gefragt haben, ja, das geht so um Persönlichkeitsentwicklung, da wird man wahrscheinlich meditieren oder sonst irgendwie was, ich weiß es nicht. Aber es hat sich gut angefühlt und dann war ich hier. Es war im Dezember letztes Jahr, Dezember 2019, dann war ich im Februar wieder hier. Da hat sich mein Leben um 360 Grad gedreht, um wirklich 360 Grad. Ich kann es immer noch nicht ganz glauben, was sich da alles getan hat, aber auf jeden Fall so viele Dinge von denen, die ich mir über 10, 11 Jahre lang gewünscht habe, sind einfach in einem Moment alle zusammengekommen. Und das war wie wenn 1000 Zahnräder zusammenpassen und auf einmal auch irgendwie funktionieren. Also nicht nur, dass sie passen, sondern es läuft dann auch wirklich noch. Und das war alles auf einmal und es war so, so viel. Und jetzt bin ich zum dritten Mal hier und habe schon wieder so viel aufdecken können von dem, was mich alltäglich blockiert bei Entscheidungen, wo ich immer wieder mich kleiner fühle, als ich eigentlich bin, wo ich das Gefühl habe, nicht genug zu sein oder zu viel zu sein, wo ich in Beziehungen zur Familie nicht wirklich ich selber sein kann oder mich eingeschränkt fühle und eine Enge spüre und eine Wut und alles, was eben da ist. Und es ist einfach nur so, so, so wundervoll, das erleben zu dürfen, das spüren zu dürfen. Und das jetzt auch ganz klar hier nach außen tragen zu dürfen. Denn ein Problem von mir war ganz, ganz lange oder ein Trigger, wenn irgendjemand anders einfach was so toll gemacht hat, dass ich das genauso wollte eigentlich. Aber dann habe ich Fehler daran gesucht, wie die Leute das eben machen und wollte sie runterreduzieren, weil ich mich selber eben dauerhaft runterreduziere und nicht wirklich anerkenne. Und es ist so schön, solche Dinge dann zu diesen Menschen sagen zu dürfen, die da vorne sitzen und zu sagen, hey, irgendwas in mir findet es scheiße, was ihr macht, obwohl ich es eigentlich gut finde. Und das ist für mich auch dieser Raum hier, da ist kein Widerstand hier, das ist einfach alles leicht, was rauskommt und was rauskommen darf. Ja, und ich kann einfach nur jedem empfehlen, kommt hierher, wenn ihr noch nicht da seid, wo ihr sein wollt. Wenn ihr jeden Tag euch wieder über dasselbe beschwert oder so in so einer monotonen Lebenslaune lebt, das wird einfach euer Leben verändern und das mit hundertprozentiger Sicherheit. Genau. Danke. Also, ich bin zum zweiten Mal beim Seminar Liebe. Beim letzten Mal hieß es noch Selbstliebe. Das Thema ist dasselbe. Bin also Wiederholungstäter, nicht nur für dieses Seminarthema, auch insgesamt mit Lilian und Christian.
jetzt seit gut 2,5 Jahren unterwegs und kann sagen, dass da kein Stein mehr auf dem anderen steht, wie der Christian immer so schön sagt, und dass es sehr bereichernd ist und mich mit jedem Seminar und mit jeder Begegnung hier immer mehr in Kontakt zu mir bringt. Und das ist dieses Mal sehr besonders und sehr deutlich. Einmal aus der Gruppenenergie heraus, was andere Teilnehmer teilen, dass ich mich darin wiedererkennen kann und eine Verbundenheit entsteht, nicht alleine zu sein mit den Dingen, die so viel Wahnsinn in mir verursachen, sondern zu sehen, da ist jemand, dem geht es gar nicht so viel anders. Da hat das Thema vielleicht eine andere Überschrift, aber das Thema darunter ist dasselbe. Und ich sehe mich in den anderen und kann da so viel für mich mitnehmen und bin dieses Mal sehr stark in Kontakt gekommen, Türen in mir zu öffnen und Dinge zu sehen, vor denen ich jetzt lange weggeguckt habe. Und freue mich einfach unfassbar, dass ich mir diese Zeit hier geschenkt habe und kann es einfach nur jedem sehr ans Herz legen, diese Experience hier mit Lilian und Christian zu starten. Das ist wunderschön und sehr bereichernd. Vielen Dank. Also was ich noch sagen möchte, ist, wie unglaublich wichtig dieser Weg, alles, was ich hier für mich tue, wie wichtig das für mein Leben ist. Und das ist vielleicht für jemanden, der noch nie auf so einem Seminar war, erstmal, dass man denkt, boah, das ist aber viel Geld. Und ich gehe aus jedem Seminar raus und denke, es war mir nicht nur diesen Preis wert, sondern es ist eine Investition in mein Leben. Und jeder Cent ist da so gut investiert. Also gibt es gar nicht die Frage, ist das zu teuer, sondern bin ich mir das wert? Und da kann ich jedes Mal nur einen dicken grünen Haken hintermachen und freue mich unfassbar, dass ich mir das so wert bin, Geld in mich zu investieren.